Du lieber Gott. Ist das ein... Hier. Auf der aufgeschlagenen Seite eines Buches über jüdisches Brauchtum, wie eine Lesemarke. Die Legende vom Golem. Kam dadurch die Presse auf den Namen? Unser Mörder war damit offenbar einverstanden. Und wer waren die ersten beiden? Beides Straßendirnen? Ich erinnere mich, ich habe über die da gelesen, die Salzhexe. Ihr Name war Jane Quick. Seltsam ist, es gibt keine Verbindung zwischen ihnen. Männer, Frauen, jung, alt, Juden und Christen, reich und arm. Vielleicht tötet er einfach gerne. Nein. Ich wette, hier erzählt uns jemand eine Geschichte. Wir müssen in seinen Höllenkreis der Verdammnis, um sie zu verstehen. Wenn Sie gestatten, Sir, offenbar hat man Sie an das Betrugsdezernat verschwendet. Dort werde ich auch bald wieder landen, sollte der Golem erneut zuschlagen. Darauf scheinen Sie abzuzielen. Was meinen Sie? Scotland Yard will mich zum Sündenbock machen. Ihren Robert setzen Sie nicht aufs Spiel. Ich bin entbehrlich. So bewahren Sie den Ruf Ihres Vorzeigejungen und die Öffentlichkeit kriegt Blut. Wie ich schon in Limehouse gesagt habe, davon bekommen die Menschen nie genug. Derjenige, der zusieht, damit meint er nicht uns. Er meint die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit will Blut. Der Golem beschafft es. Ja, das ist es. Ich bin sicher, Sir. Ach ja? Ich bin es nicht. Lust auf einen Spaziergang? In die Bibliothek? My hands while I'm trying to cook my old man's mutton broth. My fat boss-eyed baby was crying. I believe she's a little bit off. Mummy! The meat all got burnt to a cinder, which made my old man very wild. Then he threw the whole lot through the window and smash me on the nose with the child! Ich bin Inspektor Kildare von Scotland Yard. Ich ermittle in einer Serie von Todesfällen, bekannt als die Limehouse-Golem-Morde. Am Radcliffe Highway hat er einen ganzen Haushalt abgeschlachtet, die Woche zuvor eine Prostituierte. Inspektor Kildare? Ich habe da vielleicht eine Augenzeugin in Limehouse. Ich kann nicht sagen, was ich weiß. Bitte helfen Sie mir. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nichts zustoßen. Wer war am 24. September hier? An diesem Tag waren es 4 Männer. In der Zeitung stand, das sei Ihr erster Mordfall. Scotland Yard will mich zum Sündenbock machen. Die Öffentlichkeit will Blut. Der Golem beschafft es. Derjenige, der zusieht, vergießt nicht minder Blut als der, der den Hieb ausführt. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor der Golem gefasst wird? Du bewahrst mein Geheimnis und ich bewahre deins. Der Golem ist noch nicht gefasst. Meine Zeit zu vergeuden kann Menschenleben kosten. Ich glaube, der Golem verfolgt mich. Ich werde das verhindern. Das garantiere ich. Wir tragen alle eine Maske. Oder nicht? Hier sind wir wieder!